Was heißt Zuhause? In dem Kunstprojekt Unter meinem Dach hat Edin Bejric dies Kinder gefragt und ihre Antworten dokumentiert und ausgestellt. In seinem Atelier in Hannover bewahrt er die Objekte auf, bis die Kinder sie irgendwann wieder abholen. Ja, das sind die Gläser vom Projekt Unter mein Dach. Drinnen sollten Dinge aufbewahrt werden, die einem ganz wichtig sind und das Zuhause ausmachen. Da ist eine ganze Reihe. Papa, Mama, also alle aufgelistet. Was Edin Bejric mit Zuhause verbindet, ist relativ simpel. Die bosnischen Wollsocken, die ich sofort anziehe, wenn ich hier reinkomme, wenn ich zu Hause bin, also dann weiß ich halt einfach, ich bin da. Es sind Alltagsdinge wie die Socken. Und Alltagsszenen wie diese, die Edin Bejric inspirieren. Seine Großmutter in Bosnien beim Maismehl sieben, festgehalten in dem Video Alltagsrhythmus. Warum die Oma die Heimat auslöst, ja, weil doch bestimmte Dinge hier nicht mitgekommen sind. Ne? In seiner Videoarbeit Flucht aus Dubica erzählt Edin Bejric von seiner Kindheit in Bosnien. Ob man ein Serbe oder ein Kroate oder ein Bosnier, Montenegraner, Mazedonier oder Slowene war, wir sind alle Jugoslawen gewesen. Moslems wie die Familie Bejric lebten friedlich mit Katholiken und serbisch-orthodoxen Nachbarn und Freunden zusammen, bis eines Tages Katholiken und Moslems aus ihrem Dorf vertrieben wurden. 1993 floh Edin Bejric mit seinen Eltern und den beiden Brüdern vor dem Bosnienkrieg. Sein Vater hatte den Militärdienst verweigert und es drohte Lebensgefahr. Nach Deutschland kamen sie per Besuchervisum. Arbeiten war nicht erlaubt. Dann war es klar, dass wir nicht zurückfahren können, als unser Besuchervisum abgelaufen war. Und wir haben eine Duldung bekommen. Damit war Jugoslawien abgeschlossen. Angekommen ist die fünfköpfige Familie damals in Hannover. Die Ägidienkirche in der Innenstadt ist für Edin Bejric bis heute ein symbolischer Ort der Zuflucht. Es erinnert mich ein bisschen an die Geschichte, was bei uns passiert ist. Nämlich dort sind auch die Kirchen, die Moscheen auch zerstört worden. Es war komplett weg, also nichts mehr da. Einfach nur eine saubere neue Fläche. 13 Jahre muss die Familie auf die unbefristete Aufenthaltserlaubnis warten. Die verschiedenen Pässe, die sie in dieser Zeit erhält, hat Edin Bejric aufgehoben. Wie ein Tagebuch, die Geschichte von meiner Familie und einmal, was mit so einem Staat passiert. Also die Entwicklung, man sieht, die Pässe ändern sich immer und die Wappen ändern sich. Und aktuell stehen wir ungefähr hier. Das ist der aktuelle Pass von Bosnien und Herzegowina. Edin Bejric ist bis heute bosnischer Staatsbürger. Aber in Hannover hat er sich etabliert, nicht nur als Künstler. Seit 2014 lehrt er am Institut für Gestaltung und Darstellung der Leibniz-Universität. Guten Morgen. Guten Morgen, Tami. Hi. Hallo. Ja, ich habe einiges zusammengestellt, womit es morgen starten wird, das Seminar. Okay. Und das werden die Dinge sein, mit denen wir 3 Stunden zusammenarbeiten. Gerne verbindet der 35-Jährige seine Lehre mit eigenen Projekten. Mit Erfolg. Die Ausstellung der Arbeit Unter meinem Dach, die von 500 Schülern mitgestaltet wurde, fand im Sommer 2015 in der Galerie einer großen Hannoveraner Bank statt. Ich glaube, für mich war es ein Ankommen, ja, wenn man dann hier drin steht, mit diesen offenen Wänden, dann merkt man, man ist mitten in der Stadt und ich bin hier. Seit 23 Jahren, also für mich war es ein wunderschönes Erlebnis. Das noch im Sommer, also besser konnte es nicht sein. Bereits bei der Arbeit Unter meinem Dach wurde Edin Bejric von seinen Brüdern unterstützt. Familie ist ihm wichtig. Mit dem jüngeren Elvedin war er kürzlich in Nepal. Edin Bejrics neues Projekt heißt Koffer. Mal sehen, was er da hineinpackt.